ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen weiteren 3-Ball-Trick. Wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht das Ganze so aus. Was muss man für diesen Trick jetzt können? Es empfiehlt sich natürlich, mit 3 Bällen jonglieren zu können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch links oben verlinken, das Video dazu. Und natürlich müsst ihr mit 2 Bällen in einer Hand jonglieren können. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch rechts oben verlinken. So, wenn ihr dann mit 3 Bällen jonglieren könnt und die Säulen mit einer Hand, also mit der linken und rechten Hand, dann geht es auch schon mit dem Trick los. Als Rechtshänder würde ich euch wie immer empfehlen, mit der rechten Hand als erstes zu probieren. Später dann natürlich auch mit der linken Hand, damit in beiden Händen die Sicherheit kommt. Und wie funktioniert es dann? Man macht mit der rechten Hand Säulen. Das heißt, die Bälle bleiben auf der gleichen Seite. Der grüne Ball bleibt jetzt immer ganz außen und der gelbe Ball in der Mitte. Zumindest am Anfang, später kann man dann auch tauschen. Und dann haben wir noch den anderen Ball. Und mit dem geben wir dann mit einem der beiden Bälle mit. Es empfiehlt sich natürlich, mit dem äußeren Ball mitzugehen, da das Ganze dann besser aussieht, als wenn man mit dem mittleren mitgeht. Aber man kann natürlich auch tauschen oder auch einen beliebigen Ball benutzen dazu. So, wenn man mit dem äußeren mitgeht, dann sieht das Ganze so aus. Es könnte anfangs sehr schwierig sein, dass man mit der linken Hand synchron ist mit dem Ball, bei dem man mitgeht. Aber das ist reine Übung, das kommt mit der Zeit dann. Was noch am Anfang schwierig sein könnte, ist, dass man 2 unterschiedliche Bewegungen macht mit den beiden Händen. Also mit der einen hat man ja einen Ball fest in der Hand und geht nur hoch und runter damit. Mit der anderen Hand soll man ja Säulen machen noch. Aber es ist wieder reine Übungssache, wie immer beim Jonglieren. Und mit der Zeit funktioniert es dann ganz gut. So, wenn man jetzt nicht mehr mit dem äußeren Ball mitgehen will, oder wenn man den äußeren Ball jetzt mal die Hand wechseln lassen will, also die Seite zumindest, dann macht man einfach kurzzeitig andere Säulen. Das heißt, dass man die Säulen nach außen macht oder nach innen. Also so. Dann kann man immer, wenn der Ball in der Mitte ist, schön mit hochgehen. Oder man lässt ihn dann in der Mitte und wechselt dann, wenn der Ball in der Mitte ist, wieder zu den Säulen, bei denen der Ball nicht die Seite der Hand wechselt. So, das war der ganze Trick. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, einfarbige Bälle zu benutzen, da der Effekt einfach besser ist, wie mit verschiedenfarbigen Bällen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Wenn ihr Fragen oder Anregungen für neue Videos habt, einfach in die Kommentare damit, würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.